mit Lisa und Tabby Pilgrim. Herzlich willkommen bei Der Boden ist Lava. Müssen wir jetzt bei jeder Folge sagen, die wievielte Folge das ist? Weil ich seit der ersten Folge weiß ich nicht mehr, die wievielte Folge das ist. Wir können das gar nicht sagen. Ich glaube, wir können so in zwei Folgen damit anfangen, mal Track zu keepen, was wann kommt. Okay, Track zu keepen ist ein interessanter Anglizismus. Das ist ein Rap-Begriff, okay. Wenn man den Track keept. Wenn man ein Album macht und man hat einen Song gemacht und dann denkt man sich, den Track keep ich. Ah, okay. Gut, da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, mit Rap und so weiter. Aber danke für die Erklärung. Wer bist du denn? Ich bin Lisa, ich bin die aus dem Intro. Ah, okay. Da kommt mein Name vor. Und du? Alles klar, ich bin Tabby Pilgrim, ich bin die andere aus dem Intro. Das ist ja total verrückt, dass wir beide hier jetzt zusammen sitzen, ne? Zu zweit? Ja. Ist schön. Ist da Romantik bei oder ist das platonisch zwischen uns? Ich würde sagen Romantik und auch Bier. Ist das Bier? Zählt das als Bier, was wir hier haben? Das haben wir ja offiziell schon getrunken. Das stimmt. Das ist ja auch schon veröffentlicht. Ja. Wir sind unkreativ und trinken wieder schwarze Maß, ne? Aber das ist ja nicht unkreativ, wenn das Getränk halt einfach geil ist. Ja, und wir hatten noch Kirschnaps übrig. Ja. Den ich zu Hause vergessen habe und dann haben wir neuen Kirschnaps gekauft. Jetzt haben wir drei Flaschen Kirschnaps übrig. Das heißt, Geile ist, man kann auch einfach Kirschnaps trinken. Also wir werden jetzt einfach für den Rest unserer Podcast-Karriere hier immer schwarze Maß trinken und es ist okay für mich. Ja, es schmeckt gut. Es schmeckt wirklich gut. Ich bin aber ja auch so eine klassische Mixe den Alkohol so, dass man keinen Alkohol schmeckt, Person. Mhm. Und dann schmeckt, glaube ich, alles gut. So mit genug Cola schmeckt auch Rum-Cola. Ja, aber nee, das finde ich nicht. Ich glaube, bei Rum-Cola ist das, also für mich persönlich, die einzige Ausnahme. Weil man den Rum immer rausschmeckt. Und ich finde es einfach nur ekelhaft. Ich finde Gin tatsächlich den ekligsten Alkohol. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, es schmeckt wie Holzleim. Das ist das Geile daran. Oh, hier wird uns etwas ins Studio gebracht. Oh Gott. Ihr könnt übrigens auf bodenislava.tv das Studio auch begutachten. Oh, nee, bleibt zu Hause, TV. Wow. Es geht um ekligen Alkohol, oder? Es geht um ekligen Alkohol. Wir bekommen hier Eierlikör mit Bananen- und Schokoladengeschmack gerade. Danke, Chris. Ist das sponsert von deiner Bar, die du besitzt, in die man kommen kann? Sag mal ja. Das Red Rum, richtig? Richtig. Es gibt ein verstecktes Gastmikro. Ja, wir haben ein versteckte Gastmikro. Also Chris, möchtest du noch einmal kurz sagen, warum genau das hier jetzt bei uns steht? Es wird zu einer lustigen Tradition, dass ihr ekligen Alkohol trinkt bei uns. Und das ist dann der für diese. Ich muss sagen, Bananen-Schokoladengeschmack klingt für mich jetzt mal gar nicht so scheiße. Es klingt auch mehr nach Dessert als nach etwas, was den ganzen Abend übertrinkt. Aber wir werden das nicht den ganzen Abend übertrinken. Ich hoffe, das habt ihr euch jetzt nicht in der Regie so ausgedacht, dass wir das jetzt hier, dass wir die Flasche leer machen. Die 0,7 Liter. Aber das Flasche sind nur zwei Gläser. Trinkst du nicht mit uns? Ich trinke doch keinen Alkohol. Ja, also ihr müsst das auch alle trinken in der Regie. Das ist natürlich jetzt. Ach so, aber Eierlikör. Oh, ja, ich habe den Eierlikör. Die Eierlikör-Komponente habe ich komplett ausgeblendet. Mhm. Eierlikör mit Banane und Schokolade. Ich schütte uns mal hier so ein bisschen ein. Bitte einmal voll Fokus machen. Auf ein bisschen. Nee, nicht voll machen. Das sind Wassergläser. Ich finde die Idee so witzig, dass man dieses Getränk tatsächlich abends über so trinkt, wenn man sich unterhält. So, aber das machen auch nur so 43-jährige Bettinas. Und der Blick ist Karos. Ich weiß halt nicht, also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also so, also Schokolikör, okay, Bananenlikör, meinetwegen. Eierlikör. Naja, gut, aber so das alles zusammenzumachen. Okay, unser Chris hat Studio. Sich jetzt. Ich probiere mit. Es ist mega das ungute Konzept für einen Podcast. Wenn alle Leute. Probier du zuerst. Okay. Ich kommentiere das. Es sieht dickflüssig aus, wie das in deinen Rachen läuft. Ah. Und dein Gesicht sieht nicht begeistert aus. Oh. Du trinkst gerne, gespannt. Chris. Jo. Es schmeckt ein bisschen, als würde man Milchschnitte pürieren. Es schmeckt ein bisschen wie pürierte Milchschnitte mit ein bisschen mehr Banane. Kennt ihr diese Gelee-Bananen oder diese Schaumstoff-Bananen mit so Schokolade? Ja. Boah. Ja. Hm. So, ne? Also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich find's voll geil. Lass mich wieder alleine. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Danke, Chris. Danke, vielen Dank Chris. Für deine Applaus Unterstützung. Für Chris. Machen wir jetzt zu zweit. Schön, dass du da warst. Bis bald. Welch trauriger Applaus. Okay. Ich find's übelst geil. Okay, also Lisa hat ihr neues Lieblingsgetränk gefunden. Das ist doch super. Es schmeckt halt einfach nur nach Banane, finde ich. Es kommt von Norma. hier steht auch ein hochgeschätzter, feiner, cremiger Genuss.
drauf. Ich finde, wenn man auf sein Getränk schreiben muss, dass das hoch geschätzt ist, ist das schon bezeichnend dafür, dass das niemand kauft. Du trinkst deinen nicht, ne? Nee, ich bin... Aber trinkst du den für klar. mich? Danke. Na klar. Geil. Okay, hätte ich nicht... Oh nein. Okay. Oh mein Gott. Lass ihn mal vielleicht einfach so. Ja. Also für alle, die das jetzt hier gerade nur hören und nicht sehen, tut mir leid für die letzten 5 Minuten. Es war bestimmt extrem unspannend. Du entschuldigst dich zu viel dafür. Ich glaube, wir müssen das einfach mehr leben, dass das so ist manchmal. Das Problem ist, ich weiß, wie das ist, wenn man langweilige Podcasts hört und da irgendwelche wow. visuellen Sachen passieren wow. und man die nicht nachverfolgen kann. Das langweilige ist einfach nicht Podcasts. Cool. Ja, also ich meine natürlich nicht unseren. Ich möchte nicht, dass unsere zu so einem wird. Okay. Na gut. Ich finde das erstaunlich, weil die Konsistenz sieht so aus, als fände ich sie richtig scheiße. Mhm. Aber es stört mich gar nicht. Na, das ist doch fantastisch. Kannst du ja mitnehmen und dann einfach auf deinen Schrank stellen. Nee, da komme ich gar nicht dran. Wieso, guck mal, wieso hast du das jetzt nicht ins Mikrofon rein? Weißt du, du hast dich den ganzen Abend schon bei mir beschwert, dass ich zu viel rülpse. Ja, aber du rülpst ja trotzdem in meiner Anwesenheit. Dann machst du auch wenigstens so, dass es uns Profit gibt. Ich wollte dir jetzt einfach mal was Gutes tun und nicht direkt ins Mikrofon reinrülpsen, was in deine Kopfhörer geht. Als wäre 3 Zentimeter neben meinen Ohren was anderes. Ja, aber du hast es nicht genauso laut gehört, wie wenn ich jetzt ins Mikrofon reingerülpst hätte, Lisa. Ja, aber andere Leute hätten sich drüber... Hast du nicht... Guck mal, wir hatten hier schon Gäste sitzen, die ja. haben gesagt, die sind nur hier, weil du rülpst. Und die haben gesagt, seit 3 Jahren hören die dir beim Rülpsen zu und finden das geil. Ja. Und ich check's nicht, aber ich muss es ja trotzdem ertragen. Ja. Okay, es tut mir leid. Ich werde von nun an wieder ins Mikrofon rülpsen. Danke. Ist es das, was du hören möchtest? Ja, aber auch nein. Okay. Naja, whatever. Trägst du die Jacke, weil dir kalt ist oder wegen des Stils? Weil ich trage meine, weil mir kalt ist. Ja, ich wollte, dass du dich nicht so alleine fühlst. Aber ich habe sie nach dir angezogen. Nein. Du saßt hier, faktisch ja, du saßt hier schon mit Jacke, ich kam auch mit Jacke rein, aber mein Plan war es, sie auszuziehen okay. und dann hattest du deine an und dann habe ich meine auch angelassen. Alles klar, okay. Also dir ist nicht kalt? Nö, aber ich habe auch schon hier den Likör-Intus und das geht sehr schnell bei mir mit der Wärme. Aha, alles klar. Aber du hast jetzt mein Glas noch nicht getrunken, ne? Ja. Willst du das genießen? Den Willst hochgeschätzten. Du noch eine Stunde mit mir reden können. Hochgeschätzten cremigen Genuss, das ist auch wirklich eine eklige Formulierung. Auch, wieso reden wir immer so viel über Alkohol? Ich glaube, das ist Coping. Was versuchen wir zu copen? Sagt man das so? Was versuchen wir zu copen? Generell. Also ist ja, also Leben nicht Coping? Komplett, das hast du schön gesagt. Sehr weise. Ja, das sagen viele. Ich bin eine alte Seele in einem jungen Körper. Wer sagt das zum Beispiel? Ich mit 14. Mit 14 hast du gesagt, du bist eine alte Seele? Safe. 14, 15 hatte ich auch meine spirituelle Phase. Wirklich? Ja, ich war mit 15 Buddhistin. Okay. Und sehr überzeugt von Reinkarnation und so Spiritual Stuff. Ich hatte natürlich keinen Plan von gar nichts und ja. war überall nur so Oberflächen informiert. Aber ich dachte, ich habe da meinen neuen Way gefunden. Okay, was hat dich dann davon wieder abgebracht? Hirn. Naja, gut. Aber du warst nicht so richtig. Nee, ich hatte 100%. Ja gar keine Ahnung. Das ist auch kein Disrespect an diese Religion. So straight up, wenn man davon was weiß, dann ist das eine ganz andere Story, wenn man sich damit beschäftigt hat und so. Aber für mich als 15-Jährige war das halt so ein... Ich habe das auf Tumblr gesehen und bin jetzt so eine coole, open-minded. Okay. I see. Der Busch sieht aus wie ein Krokodil. Was? Obskur. Wie bitte? Das mit dem Busch musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich war ein Jahr lang im Ausland und hatte da Freunde. Und wir haben viele Nächte in so einem Trailerpark verbracht. Mhm. Und da waren Büsche in komischen Formen. Langsam. Aber was genau das mit Buddhismus zu tun? Ja, da habe ich dann, also die Freunde, mit denen ich da quasi verbunden war, waren so auf dem Spiritual-Trip. Oh. Und Buddhismus war ja auch nur so das, was man da halt gesagt hat. Ach so.
So, aber das hat ja nichts mit Buddhismus zu tun, was wir gemacht haben. Okay. Weil nur so dieses Ja und wir sind alle ein Teil vom Universum und wenn wir sterben, kommen, werden wir wieder ein Teil vom Universum. Ah, okay. Und Sterne. Ja, das ist auch ungefähr alles, was ich vom Buddhismus weiß. Nee, das hat, ja, ist ja, nee, ja. Nee, ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Mhm. Also ich habe auch immer mir gedacht, damals in der Schule, Religion war ja Pflichtfach bei uns, weil ich auch auf einer katholischen Schule war. Und ich hätte so geil gefunden, auch mal über andere Religionen zu lernen, als das Christentum. Einfach aus Interesse. Mhm. Mal was über Hinduismus oder Buddhismus oder was weiß ich. Einfach zu erfahren, dass man da auch irgendwie mal einen Sinn für hat und nicht dieses eurozentrische. Ich wollte eurozentristische sagen, aber das sind echt viel zu viele Silben. Mein Wenn man Gott. Versucht, schlauer zu klingen, als man ist. Also ich wollte da nicht, dass dieses eurozentristisch so in unsere Hirne. Naja. Hat nicht funktioniert. Es war auch ein katholisch-bischöfliches Mädchengymnasium. Das hat auch vielleicht nicht dazu beigeholfen, dass uns da keine anderen Religionen näher gebracht wurden. Ich war ja so komplett abgetrennt von Religion, war ich großer Bibelfan. Okay. Also wir hatten so eine Kinderbibel mit auch so mit so Bildern, illustrierte Kinderbibel. Ja. Und für mich waren das einfach geile Stories. Ich habe das gern gelesen. Ja. Und da gab es so eine, das war die Lieblingsgeschichte von meinem Bruder, da wird so einer halt erstochen. Mhm. Und ich habe die gehasst. Ich fand die so schlimm, weil Gewalt. Und ja, Girl ist ein zartes Gänseblümchen. Und die wollte er ständig lesen. Wir haben halt wirklich so zum Einschlafen haben wir abends Bibelgeschichten gelesen. Aber das war für mich auch nie eine Bibelgeschichte in Anführungszeichen, sondern halt einfach eine Geschichte so. So ein Märchenbuch. Ja. Schon immer gewesen. Und dann auch in der Schule, dann wir hatten halt auch Zwangsreligionsunterricht. Aber die Katholiken waren bei uns halt immer schon nur so 6, 7 Kids immer. Ja. In der Gruppe und dementsprechend war der Unterricht meistens halt auch mega chillig. Und in der Grundschule war das halt für mich auch Geschichtenunterricht. Mhm. So, wir haben halt Stories über diesen Dude Jesus gehört. Ja, in der Grundschule war es auch irgendwie nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ich weiß noch, wir mussten mal so was basteln aus so einer Story oder ein Bild malen oder so und alle so basic shit gemacht. Und ich war so, this is my time to shine. Und dann habe ich meinen Opa angehauen, der so Handwerker-Typ ist. Und meinte ich so, Opa, wir müssen so ein Bett bauen und dann so ein kleines Bett und dann lege ich da so eine Puppe rein und dann machen wir so ein Himmelbett und es wird großartig. Ich hätte Performance-Art gemacht und einfach jemanden erstochen. Das ist nicht was basteln oder malen. Also, du kannst mit dem Blut dann malen. Ja, zum Beispiel. Naja. Rotwein in der Grundschule. Und dann, das ist Jesus Blut, ich male ein Bild. Das mit... Was? Rotwein, Jesus Blut doch. Und Hostie, Jesus Fleisch. Ach so, ja. Mhm, ja, ja. Dieser creepy Shit. Mhm. Bin ich auch... Also ich bin ja evangelisch. Mhm. Und ach, ihr habt das nicht? Habt ihr das? Wir haben Abendmahl. Doch, doch. Okay. Also wir haben das schon. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich einmal bei einem katholischen Gottesdienst von einer Freundin, das war irgendwie in der 3. Klasse oder so, war ich dabei. Das erste Mal, dass ich in einem katholischen Gottesdienst war, das sind ja himmelschreiende Unterschiede. Mhm. Und dann haben die da was die da auch immer machen, so dass man dann nach vorne laufen muss und dann holt man sich das ab und dann kriegt man so ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Und ich wusste natürlich nicht, dass man das nur machen darf, effektiv, wenn man seine Kommunion schon wenn hatte. Man seine Kommunion schon hatte. Mhm. Und da bin ich dann natürlich hingelaufen, weil ich mir gedacht habe, oh, okay, kostenloser Traubensaft. Und dann bin ich da hingelatscht und habe mir das abgeholt, habe mich dann wieder hingesetzt und die Mutter von der Freundin, mit der ich da war, die hat mich so zusammengeschissen dafür. Oh Gott. Die war richtig böse auf mich, weil eigentlich darf man das ja nicht machen und dann... Es war auch einfach vielleicht keine coole Mutter. Ja, sorry, dass du ein Kind bist. Dass du zusammen 8-jährigen Kind dann irgendwie... Ciao. Naja, das ist so meine Erfahrung mit der katholischen Kirche. Ich weiß, ich habe auch wenig Erinnerungen an meine Zeit in Kirchen, weil auch einfach so ausgezoned komplett, hatte ich keinen Bock drauf. Aber ich weiß, dass ich es immer extrem unangenehm fand, wenn irgendwas involviert hat, dass man diese Pfarrer anfassen muss. Dass sie halt einem so diese Stirn oder auch nur Hände geben oder so. Das wollte ich nie. Das fand ich schon immer einfach nur weird und habe das auch so viel vermieden wie möglich. Das war halt einfach immer schlechte Vibes für mich. War das bei euch so
so omnipräsent, dass die Pfarrer einen immer angefasst haben? Also, oder auch nur auf die Stirn, weil das habe ich überhaupt nicht so im Kopf. Also ich war generell eigentlich nur in der Kirche an Weihnachten, meine ich. Mhm. Vielleicht ab und zu mal an Ostern oder so. Aber ich habe mich da immer so gut wie möglich irgendwie rausgezogen. Mhm. Sobald das ging. Und dann halt eben für Kommunion und Firmung musst du ja so, hast du ja so Unterricht. Mhm. Und da musst du halt bei der Kommunion, kriegst du irgendwie, wirst du angefasst. Und bei der Firmung auch, weil die dir halt irgendwas, irgendeinen Segen geben oder so. Shit. Ja. Und das sind halt so, die zwei Events sind so meine prominentesten Kirchenerinnerungen. Okay. Und deswegen weiß ich, dass das auf jeden Fall immer, ja, das fand ich immer da. Ja. Obwohl ich ja eigentlich eine sehr touchy-feely Person bin. Das ist wahr, bitte fass mich nicht an. Wir haben so unsere Probleme. Miteinander, was Anfassen betrifft. Ich bin halt haptisch in meiner Hirnzone. Haptisch in der Hirnzone. Der Podcast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich bin nicht, was ist das Gegenteil von haptisch? Nicht haptisch. Ahaptisch. Mhm. Ich bin ahaptisch. Ich werde nicht gerne angefasst. Ich fasse auch nicht gerne an. Also haptisch ist ja generell fühlen und so. Ja. Ich glaube nicht, dass nicht, also das Gegenteil von haptisch sein bedeutet, dass du nicht gerne angefasst wirst. Doch. Ich habe das studiert. Haptik? Nee, Fakten. Das stimmt. Das stimmt. Google. Kannst du gerne googeln. Das stimmt. Das ist ein Fakt. Haptik, google das. Stabil. Du bist gerade on a roll. Ja. Würde man sagen. Du hast quasi Natural 20 gerollt. Ist das ein D&D-Referenz? Mhm. Nicht schlecht. Ist, okay. Ist ein D&D-Joke. Auch eine Spatenzielgruppe für diesen Witz, ne? Meinst du, irgendwer von unseren Hörern hat diesen Witz verstanden wahrscheinlich? Ja, 100, weil ich weiß, also Freunde, ich habe ja Freunde, mit denen ich das spiele, ja, und die wissen das, kennen das. Wir schicken uns auch D&D-Memes manchmal. Finde ich geil. Habt ihr so eine Story, die ihr quasi jede Woche weiterspielt, oder macht ihr immer so kleine Missionen? Also wir haben jetzt schon echt lange nicht mehr gespielt, aber das ging, wir haben, glaube ich, bestimmt anderthalb oder zwei Jahre wirklich kontinuierlich eine Story durchgezockt. Ja, ich war ein 2 Meter großer goldener Dragonborn-Barde. Also wie im echten Leben. Ja, quasi genauso viel Impact auf jeden Fall. Ich habe auch 8+8 bei Einschüchtern, deswegen ist wie im echten Leben. Ja. Ja, und da bin ich auf jeden Fall sehr drin aufgegangen. So, die ersten 3 Sessions waren mega weird. Mhm. Weil es ist halt einfach auch ein komisches Spiel, wenn man es nicht gewohnt ist. Ja. Aber die Gruppe ist halt, der Dungeon Master, mit dem ich gespielt habe, war absolut Killer. Der hat halt so einen fucking Baum aus Plexiglas ausgeschnitten, damit wir uns besser vorstellen können, wo so die Gegner stehen. Geil. Und hat so, also lauter Shit halt gebastelt und alles. Und die Storylines waren gut. Und ich konnte meine Feuerprüfung bestehen. Komplett sinnloserweise. Welche Feuer? Was? Wir sind an so einem Dorf vorbeigekommen, in das wir eigentlich nicht reingehen sollten. Mhm. Und dann waren wir so am Eingang und waren so, yo, wir sind jetzt bei euch. Und dann haben die gesagt, nee, wir glauben an den Feuergott und ihr müsst erst diese Prüfung machen, weil wir halt weitergehen sollten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache die jetzt. Und dann hat er sie sich aus den Fingern gezogen. Ah, okay. Das war eine sehr, also es gibt halt einfach so viele lustige Storylines. Und das ist mit der Gruppe, mit denen ich gespielt habe, war ich auch sehr gut befreundet zu der Zeit so. Und das ist halt wirklich wie so eine kollektive Erinnerung halt an was man zusammen gemacht hat, auch wenn es halt irgendwie so pretend war. Ja, das ist schon geil. Ich habe einmal mit einer Freundesgruppe so einen Pen-and-Paper-Abend gemacht, wo ein Kumpel so eine Story quasi für den Abend geschrieben hat. Und dann haben wir die gespielt, das war auch ziemlich, ziemlich geil. Wir sind große Fans von den Pen-and-Paper-Sachen von den Rocket Beans, ich weiß nicht, ob du die guckst oder hörst. Die laden das quasi auch als Podcast hoch, dass du dir quasi die Pen-and-Paper-Runden von denen anhören kannst. Das ist ja ziemlich geil. Ja, das habe ich schon mal mitbekommen. Da bin ich großer Fan von. Da haben wir uns dann irgendwie dran orientiert. Aber ich glaube fast, dass ich mir das lieber angucke, als selber zu spielen. Boah, nicht liebe spielen. Ich werde ja jetzt auch hoffentlich Spielleiterin, wenn alles klappt. Also ich habe die Bücher zu Hause, ich muss nur die Zeit dafür finden, weil das ja schon mega aufwendig ist, so zu lernen, wie du diese Regel machst, aber dann halt nicht D&D, sondern Cthulhu. Sag mir nix. Ja, also ich meine, Cthulhu ist ja dieses noch ein Monster, mehr, ne? Ja, genau, und davon gibt's halt auch ein Pen and Paper.
Und ja, ich habe mega Bock, so auch dann in dieser Welt agieren zu können und so dieser Gott zu sein. Das ist ja so das Geile. Das, du willst eigentlich nur die Macht über alle Mitspieler ja. haben. Ja, wirklich. Ja, ich will einfach nur Bullshit machen dann mit denen. Ich will, dass die alles schaffen oder nix. Manchmal. Also ab und zu alles und ab und zu nix. Und das ist dann... Nee, ich bin dabei. Also willst du mitspielen? Ja, klar will ich mitmachen. Hab ich dich jetzt gar nicht gefragt. Nein, ich habe mich jetzt selber eingeladen. Vielleicht, wenn sich alle damit comfortable fühlen, könnte man das ja auch streamen. Podcasten, ja. Ja. Wäre ich bei. Das ist schon nice. Das cool, also nächste Geschäftsidee steht auch. Wir übernehmen einfach jeden Markt. Killer. Ist es. Es gibt, kennst du Harmon Quest? Nein. Das ist auch eine D&D-Serie, die ist großartig, die ist von Dan Harmon. Ach doch, kenne ich doch. Das sind die, die Animierten, ne? Ja. Wo die spielen und dann werden die Storys quasi nachanimiert. Genau. Ja. Und die haben auch immer so einen Celebrity-Guest und so, ja. Auch mit Chelsea Peretti zum Beispiel. Ja. So eine gute Folge. Ja. Das ist so geil. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Das macht mich so glücklich auch einfach. Und dann hast du so einen Typen. Also es geht ja hauptsächlich auch um diesen Spielleiter oder der Spielleiter wird immer sehr hoch gepriesen. Ja. Und der ist ja komplett woanders im Kopf. Also der hat ja alles, der muss ja nichts nachlesen oder so. Mhm. Er hat alle Regeln sich da irgendwie reingeprügelt. Ja. So. Wie? Er macht wahrscheinlich nichts anderes, ne? Mhm. Aber wenn du das als deinen Hauptberuf machen kannst, ja, true. Geil ist es. Chef, du bist hauptberuflich einfach Spielleiter von Dungeons & Dragons, wie geil wär's. Ja. Aber da belebt, dann bist du doch auch irgendwann nicht mehr in der richtigen Welt. Safe nicht. Oh. Wie sollst du? Also wenn man schon wenn man WoW spielt, so raus ist, dann ist es wahrscheinlich, wenn du dich mit nichts anderem mehr beschäftigst, als selber solche Welten aufzubauen. Kann mir nicht vorstellen, dass man da gesund bleibt. Ich denke auch immer öfter drüber nach, manchmal, wenn ich mich nicht entscheiden kann, einfach D20 zu rollen. Aber noch habe ich mich nicht getraut, weil ich so... Ich hab immer so im Kopf, ja okay, wenn ich bei D&D so eine 3 würfel, dann kann ich halt immer noch sagen, es war eine 8. Ah, so einer bist du. Aber okay. So, wenn ich das halt im Leben mache, dann klappt das nicht so ganz. Nee, natürlich nicht. Ich halte mich immer an alle Zahlen. Nein, das stimmt nicht. So eine bin ich überhaupt nicht. Genau so eine bin ich. Ich hab's mir schon gedacht. Würdest du denn, wenn du eine Entscheidung treffen musst und dann rollst du einen Würfel und es ist dann eine Entscheidung, die du eigentlich nicht gerne so treffen möchtest, würdest du es dann trotzdem machen? Würdest du auf den Würfel hören? Ich habe das schon gemacht. Also nicht im echten Leben, im Spiel. Habe ich schon auf den Würfel gehört, obwohl ich eigentlich auch hätte cheaten können, weil es niemand mitbekommt. Naja, nee, im Spiel soll man ja auf den Würfel hören. Das ist ja das Spiel. Es geht jetzt darum, ob du es im echten Leben auch machen würdest. Weil da musst du ja nicht auf den Würfel hören. Ich glaube nicht. Weil ich setze mir auch schon oft so ein Ultimo im Leben. Also, oder ich nehme mir so vor, ja, du liest jetzt erst noch diese 30 Seiten, bevor du dich auf die Couch setzt und irgendwas anguckst. Und nach 5 Seiten denke ich mir so, ja okay, aber die Person, die den Regel gemacht hat, ist halt übelst der Pushover. So, da gibt es eh keine Konsequenzen, Bro. Zieh einfach durch. Aha. Und dann sitze ich halt doch auf der Couch. Ja. Also deswegen, ich bin nicht so der Mensch, der sich gerne an selbstgestellte Regeln hält. So, okay. Ich habe viel Angst vor Autorität. Und halt so, halt mich an externe Regeln, aber so eigene Regeln, so Bro. Wen will ich einschüchtern? Habe ich plus 8? Auch wieder so ein Spartengame. Habe ich plus 8? Niemand lacht. Ja, aber das ist ja nur, weil du mich nicht supportest. Du versuchst nur, mich klein zu halten. Korrekt. Du bist eingeschüchtert von meiner Präsenz. Das ist es. Und von den Haaren. Die sind einfach... Die sind einschüchternd. Iconic. Oder es ist die Augenbraue. Neulich stand ich an einem Bahngleis und habe gewartet, dass meine Bahn einfährt und die auf dem anderen Gleis ist eingefahren und 4 Leute haben mich aus der Bahn raus angestarrt, weil ich halt nicht stillstand, sondern so busy. Ich bin eine typische Bahngleislauferin. Ich auch. Und ich dachte mir so, geil, irgendwas mache ich auf jeden Fall richtig. Dass die Leute dich angucken? Ja. Ja, das... Vor allem halt die Art von Leuten, die mich anguckt. So. Ich habe, und am Tag davor hat mir so ein richtig cooles Mädchen einfach random auf der Straße zugelächelt. Ich habe mir so, geil, irgendwas mache ich richtig. Ja. Ja, es fällt auf. Ich weiß noch, dass du, irgendwann hast du mir bei WhatsApp geschrieben und hast mich nämlich gefragt, ob du dir die Augenbraue auch noch färben sollst. Oder ob du die... Bleichen.
Die ist ja weggebleicht quasi. Ja, ja. Und ob du die dann auch noch blau machen sollst. Mhm. Und dann hast du mir so Update-Bilder geschickt, wie du dir die Augenbraue, die Augenblaue, färbst. Es war ein Journey auch. Absolut. Und ich bin stolz dabei gewesen zu sein. Ich glaube, ich habe dir auch das erste Blond-Bild geschickt, bevor du überhaupt einmal geantwortet hast. Und ich so, ha, das ist schon passiert. Ja. Soll ich sie mir bleichen? Ups, ja. Naja, danke für deinen Support. Ja, und es hat gut funktioniert alles. Ja, total. Ich war noch nie glücklicher mit meinem Look als aktuell. Vor allem seitdem ich Lena ihre Kreolen geklaut habe. Das macht so viel aus. Kreolen? Ja, ja, also komplett. Bei meinem Gesicht irgendwie. Ich mache ja nichts, aber die Kreolen machen richtig so Bam. Ja. Ja. Nee, ich stimme dir zu. Ich habe ja Tunnel und ich habe ganz lange gedacht, so okay. Ganz lange Ohrläppchen. Genau, das auch. Ich habe ganz lange Ohrläppchen und ganz lange habe ich gedacht, ich kann nie wieder Ohrringe tragen. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, kannst du die Ohrringe auch einfach durch die Tunnel machen? Ich meine, es sind ja immer noch Löcher, ne? Ja, und dann habe ich angefangen, wieder Kreolen zu tragen. Das hat mein Leben positiv verändert. Any hole is a goal. Yes, that was the Engländer said. Nee, das ist noch eine mehr nischigere, wobei, weiß ich nicht, ist RuPaul's Drag Race nischiger als D&D? Es kommt wahrscheinlich extrem auf die Nische an. Was? Ich kenne mich, also auf die Leute, mit denen du redest. Auf unsere Nische, ja, quasi. Ich kenne mich mit RuPaul's Drag Race besser aus als mit D&D. Ich auch, aber ich kenne mich mit beidem sehr gut aus. Naja. Also mit D&D nicht so gut wie mit RuPaul's Drag Race. Ich weiß aber halt auch wirklich nicht, was für eine Art Mensch uns zuhört. Das stimmt. Wenn es hauptsächlich unsere Twitter-Bubble ist, weiß ich nicht, wie gut die sich mit beiden auskennen. Ich fände ja eigentlich, wir können, lass doch mal für die nächste Staffel. Es kommt ja jetzt All-Stars 6 kommt bald, RuPaul's Drag Race. Lass doch einfach mal so einen Recap-Podcast machen. Wir machen einen zweiten Podcast, wo wir einfach jede Folge RuPaul's Drag Race besprechen. Ich denke noch mal drüber nach. Der Boden ist Drag Race. Nein, auf keinen Fall. Jetzt will ich nicht mehr. Das war's. Ich wollte drüber nachdenken und jetzt hast du es kaputt gemacht. Nein, machen wir nicht. Es gibt aber jetzt eine holländische Version. Das ist ganz lustig. Das macht alles noch schlimmer. Die reden, holländisch. Ja, es ist aber wirklich, also gleiches Franchise. Es gibt ja auch eine deutsche Version, aber das ist die eklige Heidi Klum. Das ist die mit Heidi Klum, ne? Genau. Ich habe die nicht geguckt, aber ich glaube, das ist auch gut so. Eine Folge gesehen und ich kann sagen, ja, es ist gut so. Heidi Klum, auch die denkbar schlechteste Person. Mhm, für den Job. Für den Job. Ja, voll. Und das war halt so mega traurig, weil RuPaul's Drag Race halt eine große deutsche Fanbase hat. Ja. Und die so gesagt haben, ja, lass in Deutschland machen. Mhm. Und deutsches Fernsehen hat aber dann gesagt, ja, aber wenn wir das selber machen, dann kriegen wir ja viel mehr Geld. Ah, was sie okay. immer machen mit allen Formaten. Und haben das dann halt mit Heidi Klum gemacht, obwohl sie die Option hatten, halt wirklich einfach dieses Franchise zu übernehmen, was jetzt halt in Holland passiert ist. Und das ist so geil, weil es ist halt die gleiche Show, aber sie sprechen Holländisch. Ja. So. Und es ist manchmal ganz lustig. Dann das glaube ich. Ich mag einfach die holländische Sprache nicht. Ich glaube, darum könnte ich mir das nicht angucken. Nicht? Nee. Ich weiß nicht, warum. Krass. Ich bin einfach kein Fan davon. Mein Onkel ist nach Holland gezogen irgendwann, weil er seine Frau da kennengelernt hat. Das heißt, meine beiden Cousinen sprechen nur Holländisch. Mhm. Und jedes Mal, wenn die irgendwie zu Besuch sind oder ich die treffe, denke ich mir jedes Mal so, oh, nee. Nee, ey, kommt. Also ich will einfach, dass die leise sind. Ich will das einfach nicht hören. Ja, ich kann das nicht hören. Ich weiß nicht warum. Nichts gegen Holländer. Nee, ich finde das eigentlich lieb. Ich finde also diesen Mix aus und lieble, finde ich schön. So, dass das so dieses Harte und Verniedlichte so aufeinander trifft, das catcht mich. Okay. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet irgendwann. Nee, wir haben drüber geredet, dass du Französisch magst und ich Französisch nicht mag. Stimmt, ja. Die sind aber auch denkbar unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Was ich lustig finde an der Holland-Version ist, dass die, wo ich anfange, mir Fragen zu stellen, ob Holland auch Englisch als Zweitsprache oder so, als zweite Nationalsprache oder so. Ich glaube schon, ja. Ja, weil die reden so viel Englisch, auch so casual. Also ich weiß nicht, ob es offiziell die Zweitsprache ist, aber ich weiß, dass in sehr vielen holländischen Städten ein Riesenfokus auf Englisch gelegt wird. Hm, das ergibt, ja, sowas dachte ich mir auch schon, so wirkt es auch. Die haben halt auch so diese ganzen Phrasen irgendwie so voll drin. Mhm. Vielleicht ist es auch nur die Globalisierung. Oder das Internet. Ich glaube, so Drag Queen Culture an sich ist, glaube ich, sehr Amerika-zentriert seit
diese Serie draußen ist. Ja. Für Leute, die RuPaul's Drag Race nicht kennen. Fangen wir jetzt nach 10 Minuten an zu erklären, was es überhaupt ist. Das ist quasi Germany's Next Topmodel, nur in Amerika und für Drag Queens. Ja, das ist so geil. Ich liebe diese Serie so sehr. Ich auch. Vor allem finde ich so cool daran, dass es für Reality-TV extrem wholesome ist. Mhm. Also da gibt es auch Drama und Beef, aber am Ende des Tages... Das ist auch schon scheiße geschnitten. Ja. Also manchmal sehr fies zusammengeschnitten, meine ich. Ja, aber am Ende des Tages sind alles Sisters. Das stimmt. Und sie helfen sich und stehen gemeinsam durch. Und sie representen. Das ist wirklich echt eine gute Laune-Serie einfach. Ja, voll. Ich habe auch schon ein paar Mal geweint. Ja, aber ich meine, insgesamt ist es eine gute Laune-Serie. Ich habe nicht geweint dabei. Wann hast du denn geweint? Manchmal sagen die traurige Sachen. Jesus. Okay. So, wenn die so erzählen, dass sie an der Bushaltestelle ausgesetzt wurden. Ich habe genau an die gleiche Stelle gedacht. I was left by my mother at a bus stop when I was 7. Ja. Weil ich da musste ich ein bisschen kichern. Aber ich mag sie auch nicht. Nee, verstehe ich. I'm Roxy Andrews and I'm here to make it clear. Das ist das Schlimmste. Das, es tut mir so leid, du hast mich gerade, ich weiß. Nee, ich hasse dich nicht gerade. Also ich dachte, dich generell. Du entschuldigst dich jetzt wieder für, dass das so kontextlos ist. Irgendwie. Ja, auch dafür entschuldige ich mich, dass das wieder so kontextlos ist. Es ist einfach... Bist du Roxy Andrews und bist du hier... Nee, ich bin einfach verwirrt. Es ist einfach verwirrend alles. Mein Kopf funktioniert nicht richtig. Darum lasse ich dich einfach, reden und sag einfach, ich kann nicht so gut nachdenken. Ich bin sehr müde. Das ist es wahrscheinlich. Wir sind aber auch jetzt schon eine Weile hier. Ja, es ist auch schon relativ spät, ne? Ja. Mein Gott. Es ist mitten in der Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe aber auch Jetlag. Also, woher kommst du denn gerade? Ja, ich komme aus London und da ist einfach der Zeitunterschied, der ist einfach so krass. Ey, und ich bin Tabby Pilgrim und ich pendel zwischen Deutschland und London und mein Leben ist so anstrengend. Das ist wirklich extrem anstrengend. Ey, aber ohne Scheiß, die letzte Woche, ne? Mhm. Also wir haben unseren Abschlussfilm gedreht und wir waren in so einem Haus, in so einem alten Herrenhaus, wo wir gewohnt haben, weil wir da gedreht haben. Mhm. Und wir waren da mit 8 Leuten. Folgendes war in diesem Haus. Oh Gott. Es hatte 4 Etagen. Ja. Über 25 Zimmer. Ja. Die wurden seit 5 Jahren gefühlt nicht mehr geputzt. Es war einfach überall Staub und Schimmel. Die hatten 4 Katzen, die wir füttern mussten, die aber alle im gleichen Zimmer gelebt haben. Das heißt, wir mussten auch denen Medikamente geben und Katzenklo sauber machen und so weiter. Dann gab es eine Dusche für 8 Leute. Die war aber kaputt. Wenn man sie angemacht hat, hat es unten im Wohnzimmer getropft. Das heißt, die konnten wir auch nicht benutzen. Dann gab es noch eine Badewanne, aber die hatte keinen Duschkopf. Und man musste, wenn man sich die Haare waschen wollte, mit so einer Keramikkanne, wie so im 14. Jahrhundert, so das Wasser schöpfen und sich über die Haare gießen. Ich habe eine Frage. Ja. Hast du früher auch es gab so Serien, wo so Leute gelebt haben wie im 14. Jahrhundert? Ja, ich gucke mir das manchmal immer noch auf YouTube an. Okay, du hast mich gerade komplett in irgendwas da rein katapultiert. Das ist irgendeine Familienkindheitserinnerung, die mit dieser Keramikkanne gerade ausgelöst wurde. Aber bitte erzähl deine Story weiter. Ich habe, ich habe richtige Bilder von dieser Serie im Kopf grade. Aber es ist halt auch, sowas ist halt auch richtig geil. Weil man, dann fühlt man sich besser. Und dann so, Gott sei Dank lebe ich nicht im 14. Jahrhundert. So denke ich auf jeden Fall. Ja, aber du hast im 14. Ich habe jetzt eine Woche im 14. Jahrhundert gelebt. So, aber das war auch alles in Ordnung. Also ich meine, so Drehtage sind ja sowieso immer scheiße. Also man steht um 6 auf und geht so um 2 ins Bett. Und die ganze Zeit dann physische... Körperliche Arbeit. Tonangel. Und das, genau, Tonangel halten. Und dann das Schlimmste aber eigentlich, was die ganze Sache nochmal abgeschlossen hat, war, ich sollte nicht lachen. Ich bin immer noch... also es ist nicht lustig. Ich lache... weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Am Freitag sind wir aufgewacht, weil unsere Kamerafrau im Bett lag und ihr Gesicht war voller Blut und die hatte so einen Krampfanfall und ist aus dem Bett gefallen und hatte einen Krampfanfall auf dem Boden. Und wir waren irgendwo auf dem Land in England und wussten nicht, was wir machen sollen. Yeah. Und dann haben wir natürlich Krankenwagen gerufen und keine Ahnung, sie ist dann irgendwann, hat dann aufgehört zu krampfen und dann lag sie da auf dem Bett und hat nicht mehr reagiert. Also es war wirklich richtig gruselig. Oh Gott. Und das war dann so am Ende dieser Woche, wo wir sowieso alle komplett am Ende waren, weil wir halt in einem Schimmelhaus gewohnt haben. das war echt
Vor allem, ich weiß noch, wie du vor dem Dreh hast mir Fotos von diesem Haus gezeigt. Ja. Und warst so, ey, guck mal, wie geil das ist. Richtig Bock, da zu wohnen. Aber es sah auch so geil aus auf den Bildern, ne? Ja. Also es sah so... Ach so, ja, es geht ihr gut. es ist alles in Ordnung. Sie ist ein paar Stunden später aus dem Krankenhaus direkt entlassen worden. Es war irgendwie... Also es war halt unsere Kamerafrau, weil das alles Handheld war. Mhm. Heißt, sie hat quasi... die ganze Woche am Stück eine 20-Kilo-Kamera auf den Schultern getragen. Natürlich. Und dann hat sie nicht viel getrunken und nicht viel gegessen. Mhm. Und dann war es wahrscheinlich einfach physischer Stress, der diesen Krampfanfall ausgelöst hat. Mhm. Und das Blut im Gesicht war auch nicht vom Krampfanfall, sondern als sie runtergefallen ist, hat sie sich die Nase aufgerissen am Schrank. Und es sah halt aus wie Nasenbluten. Oh Gott. War es aber nicht. Und es geht ihr gut. Sie ist noch sehr schwach, aber es geht ihr gut. Sorry. Ja, Closure für diese Story, bitte. Ja, genau. Das war wichtig. Ja. Nee, aber das Haus, das sah geil aus. Das sah aus wie so ein altes Herrenhaus und darum war ich so aufgeregt, da zu wohnen. Und dann kommen wir da hin und es ist einfach nur Schimmel. Es ist gar kein Haus, es ist einfach nur Schimmel. Es ist nur Schimmel, es ist ein Klumpenschimmel. Mm-mm. Die haben rohe Hühnerfüße in dem Katzenzimmer aufbewahrt für den Hund. Also einen Hund hatten sie auch und sie hatten noch Kaninchen und Hühner. Also es war eigentlich ein Bauernhof. Eigentlich haben wir effektiv auf dem Bauernhof gelebt. Nur halt ohne den Hof. Genau, und ohne. Ohne Bauern. Dusche. Ohne. Naja, das auf jeden Fall. Ja, aber also man hätte ja auch einfach, es hätten ja einfach zwei Leute gleichzeitig duschen können. Einer in der Dusche, einer im Wohnzimmer, wo es getropft hat. Ja, theoretisch eine gute Idee. Das Ding ist, wenn du die Dusche aufgedreht hast, kam halt nichts aus der Dusche, sondern nur im Wohnzimmer. Okay, aber dann musst du halt im Wohnzimmer duschen. Ja. Ja, gut, ja, fürs nächste Mal sag ich der Produktion Bescheid, dass man das da machen könnte. Hä, legst du ein bisschen Folie aus? Ja, ja. Drei, vier große Schwämme um dich rum. Oh, Kind. Wir haben auch, wir mussten ja dafür bezahlen, dass wir da wohnen, ne? Das bedeutet, ist das Frechste, was ich hier habe. Wir haben die Leute dafür bezahlt, dass wir deren Wohnung geputzt, wir mussten ja putzen, ne, für den Dreh, geputzt, desinfiziert und uns um deren Tiere gekümmert haben. Für eine Woche haben wir denen 2000 Pfund bezahlt. Es ist, Und ihr habt nicht vor, euch zu beschweren? Nee. Okay, chillig. Nee, weil, also, da gibt's ja nichts zu beschweren. Die wohnen da halt, wenn die das nicht vermieten. Hm. Und, traurig auch. Das ist halt auch ziemlich günstig, tatsächlich. 2000 Pfund? Ja. Für eine Woche? Ja. Hm, weiß ich nicht, ich habe kein Konzept von Geld. Das ist, in dem Kontext ist es relativ günstig. Aber ich finde, das ist eine absolut geniale Business-Idee. Weil die Leute, die brauchen solche Locations, um irgendwie Sachen zu drehen. Mhm. Und dann lässt du die einfach aber total gammelig, weil die müssen die ja sauber machen. Mhm. Und sagst ihnen, ja, das und das und das muss aber gemacht werden. Und dann bezahlen die dich dafür, dass sie deine Hausarbeit machen. Es ist genial. Was haben die in der Zeit gemacht? Wo waren die? Die waren bei Freunden. Die haben einfach Urlaub gemacht. Und kamen dann wieder. Hausblitzblank. Tabi, sollen wir uns ein Haus kaufen? Ich habe da so ein Businessmodell in Planung. Fantastische Idee. Lass uns das gerne machen. Von Podcast-Money. Mit welchem Geld? Ja, Podcast-Money. Ja, also haben wir doch, wir haben Podcast und haben wir auch Podcast-Money. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir haben immer noch keinen Sponsor, was peinlich ist, weil wir schon 2 Folgen gemacht haben. Immer noch keinen Sponsor. Mein Gott, okay. Hey, wenn ihr Podcast sponsert, meldet euch bei Tabi, weil ich habe keinen Bock, mich drum zu kümmern. ich bin gerne dafür verantwortlich. Aber dafür behalte ich halt auch das Geld. Ist das ein Deal? Okay, Deal. Ja, du kaufst mir halt dann Sachen. Naja, gut, das machen wir so. Was mir ebenfalls noch gestern passiert ist, ich habe Kartoffelchips-Eis gegessen. Mm-mm, hast du nicht. Naja, habe ich nicht. Das war's von uns. Wo hast du Kartoffelchips-Eis Es gibt von Ben & Jerry's jetzt eine Sorte, wo Kartoffelchips-Eis drin ist. Also wir haben Pizza bestellt und dann natürlich den obligatorischen Salat dazu, damit man sich nicht so schlecht fühlt, dass man Pizza bestellt, wie man das halt macht. Hast du da noch Geld für? Nein. Und dann haben sie uns angerufen und gesagt, sorry, wir haben leider keinen Salat. Können wir dir ein Eis mitschicken? Können wir dir stattdessen Eis schicken? Und wir haben so gedacht, ja gut, wir haben es versucht. Ja, okay. Das Universum will. Das Universum will, dass wir Eis bekommen. Mhm. Und dann ich weiß nicht, ob es das so zu kaufen gibt. Ich habe das auf jeden Fall noch nie gesehen. Das ist Schokoeis. Und da drin ist Kartoffelchip-Eis. Also es ist salziges Eis, es schmeckt nach Kartoffelchips, da sind Kartoffelchips-Stückchen drin. Ja, genau. Ich finde, das klingt investigativ wertvoll.
Möchtest du das probieren? Soll ich das mal versuchen, für dich zu beschaffen? Ja. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das finde. Ich habe sehr viel davon gegessen, weil ich nicht aufhören konnte. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen wie wenn du im Kino bist und dann greifst du so mit der Hand so in die Ritze zwischen den Stühlen und holst so eine Handvoll alten Snacks hervor, die die Leute da vergessen haben und isst einfach das alles auf einmal. So schmeckt das Eis. Woher weißt du, wovon ich träume? Ich habe mal in einem Kino gearbeitet, deswegen ist das so ein kleiner... Hast du das mal gemacht? Nee, aber immer drüber nachgedacht. Echt jetzt? Nein. Ich habe in einem Kino gearbeitet, ich weiß, was da landet. Ich habe auch nie darüber nachgedacht. Ich weiß, dass du noch nie nachgedacht hast. Hey, das ist so respektlos. Ich bin Tabi und manchmal habe ich Gefühle, die man verletzen kann, aber meistens nicht. Weißt du, du machst mich so oft nach, ne? Dann mach es doch wenigstens gut. So klinge ich nicht. Ich bin Tabi und so klinge ich nicht. Okay, das war ziemlich gut. Ich fand die Stimme, die du vorhin gemacht hast, die nicht dazu gedacht war, mich nachzumachen, aber klang schon doll nach mir. Ich kann die nicht mehr machen, leider. Das war enttäuschend. Ich saß vorhin bei Lisa auf dem Sofa und hab mir, was habe ich gemacht? Du hast dein Kinn auf deine Brust gedrückt. Irgendwie habe ich mein Kinn auf meine Brust gedrückt, ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, warum habe ich das, weil ich mir die Haare geflochten habe, glaube ich. Und dabei habe ich dann irgendwas gesungen. Es klang ein bisschen wie Kermit der Frosch und Lisa meinte, es klingt wie Lisa. Ich fand nicht, dass es wie Lisa klang. Und ich werde es auch nicht nochmal hier on camera versuchen. Ich bin ja großer Stimmenfan. Also ich mag verschiedene Stimmen und so. Aber ich finde es unglaublich schwierig, meine eigene Stimme einzukategorisieren. Also ich denke auch viel drüber nach, wie ich finde, dass die Stimmen anderer Leute klingen. Mhm. Und habe dann auch immer so ein, zwei Stichworte irgendwie, die ich drin habe. Das ist irgendwie einfach so ein Abspeichermodus in meinem Kopf. Aber ums Verrecken habe ich keine Meinung oder Einschätzung zu meiner Stimme. Ja. Weil ich finde die einfach irgendwie weird, was irgendwie so viel auf einmal. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie 8 Schichten. 8 Schichten Stimme. Ja. Auch ein guter Titel. möchtest du jetzt eine Einschätzung von mir hören? Ich meine, wenn du eine hast. Das Ding ist, ich habe da selber extrem Probleme mit, die Stimme einzuschätzen. Weil immer wenn du dich irgendwo bewerben musst, wenn es um Stimme geht, musst du so deine Stimme so mit Adjektiven beschreiben, ne? Okay. Und manche sagen dann irgendwie rau, mysteriös, dynamisch, flexibel, was weiß ich. Mhm. Keine Ahnung, Alter, ich weiß auch nicht, womit ich meine Stimme beschreiben würde. Und ich weiß auch nicht, womit ich andere Stimmen beschreiben würde. Ich würde deine Stimme beschreiben als also extrem eigen und auf eine Art extrem autoritär und gleichzeitig aber zuckersüß. Wow, danke. Mein Gott, das ist das schönste Kompliment, was mir jemals jemand gemacht hat. Oh shit. Also ich glaube dir halt alles. So, du kannst halt Dinge sagen und es klingt wie ein Fakt. Ja, das ist, weil ich das studiert habe. Fakten. Fakten. Ich habe Fakten studiert. Ich habe Fakten studiert. Ich habe... Nee, ich studiere Mathe, ich studiere Bitches. Oh, das ist. Kennst du davon die Jan Böhmermann-Version? Nee, ich halte mich fern von sowas. Du bist kein großer Jan Böhmermann-Fan, meinst du? Aber der hat das mit so einem Chor im Hintergrund gecovert. Mhm. Und das ist wirklich extrem lustig. Ich habe Style und das Geld gecovert von Jan Böhmermann, ohne Scheiß, es ist so lustig. Egal, was man von dem hält, das Video ist funny. Ich mag den auch. Ich weiß, es stößt in der Bubble auf viel Unwollen, aber ich finde den lustig. Ja, ich meine, ich habe safe auch schon mal über einen Witz von dem gelacht. Ja, dann. Gecancelt. Also, das war's. Ja, Lisa ist gecancelt. Ach so, oh. Ja, nee, du schon, weil du ihn lustig findest. Das war's. Fuck. Time over. 4 minutes to save the world. Wieso ist das die Connection, wo mich das hinführt? Weiß ich nicht. Ist das nicht ein Lied von Britney Spears und Justin Timberlake, oder? Nee, also nee, auf jeden Fall nicht. Justin Timberlake. Ja, nicht Madonna. Spears. Madonna, ja. Mhm. Ja. Only got 4 minutes to save the world. Ich habe null Verbindung zu dem Lied. Leider. Ich tatsächlich keine. Auch nur, dass es mir ab und zu einfällt, wenn jemand 4 minutes sagt. Und ich kenne auch nicht mehr von dem Lied als Only got 4 minutes to save the world. Wie oft passiert dir das, dass Leute in deinem normalen Umfeld 4 minutes sagen?
Ja, also ich kann ja auch, ich kann ja in meinem Hirn übersetzen, deswegen 4 Minuten geht auch. Ah, okay. Ich habe viele Synapsen hier oben drin, ja, und die feuern so viel in einer Sekunde, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Das sind so, die meisten gehen in die falsche Richtung, okay, aber viele feuern. Du kratzt dich nervös? Ich weiß einfach nicht, was ich darauf antworten soll. Ich habe gerade deine Synapsen im Kopf, wie die mit so Pistolen einfach. Ich habe Tabby Pilgrim durchgespielt. Ja, das durchgespielt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du Stardew Valley durchgespielt? Stardew Valley war, Fun Fact für unsere Fans, darüber haben wir viel gebondet. Das fand stimmt. Ich. Das stimmt. Zufällig auch. Weil wir uns darüber unterhalten haben, man kann bei Stardew Valley, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten kennen das, ist so ein Farmspiel, wo du quasi deine eigene Farm hast und dann musst du die Leute kennenlernen und irgendwie Sachen pflanzen und was weiß ich, hast du ganz viele Aufgaben. Und ich glaube, wir haben darüber gebondet, dass wir uns darüber unterhalten haben, mit welchem Charakter wir zusammen waren. Mhm. Also man kann so einen Charakter heiraten. Nach der Scheidung auch noch einen neuen. Und genau, und dann wieder scheiden. Und ich finde, das sagt sehr viel über dich aus, wen man da heiratet. Man da heiratet. Du warst, hast du Harvey geheiratet? Mhm. Ja. Harvey ist der, der Doktor in Stardew Valley, der ist so ein ganz lieber, so ein Teddy mit so einem. Er sieht eins zu eins aus wie. Dein Vater? Nee, wie ein Fuckboy, der auch in dem Songs über Jungs-Album 13.11. behandelt wird. Ah. Ah, okay. Du weißt wer. Ja. Er sieht eins zu eins aus wie er. Okay. Und das war zu 100% der einzige Grund, weil ich habe das Spiel gespielt, als ich peak heartbroken war. Ah, okay. Aber ich habe so auf einer emotionalen Ebene habe ich mehr mit Shane geliebäugelt, der ein hoffnungsloser Alkoholiker ist, den man fixen muss. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen. Und mit dem hast du ja auch hier, ne? Bist du am Anbahnen? Ja, den habe ich geheiratet, ja. Ja. Was macht der, wenn der bei dir im Haus einzieht? Die haben ja dann immer so ein Hobby. Der hat Hühner. Lieb, ja. Oh mein Gott, oh, ich will doch Shane. Und dann steht er immer mit seinem Huhn hinten im Garten und streichelt. Nö. Oh, ja, mein der Herz. Hat Hühner. Er ist so, er ist halt wirklich der Textbook Broken Boy. Mhm. Das, sowas magst du, ne? Also, ich sag das nur, weil du das relativ häufig erwähnst. Jungs? Ich und das und Songs über sie? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber du redest da relativ, redest häufig über Songs über Jungs. Ist halt Promo. Ich weiß. Also, ich bringe ja ein Album raus. Echt? Ja, am 13.11.2020 okay, kommt wie heißt das? Das Songs über Jungs Album. Ah, verrückt. Ja, genau. Und worum geht's da in den Songs? Jungs. Ah, okay. Oh. Der war für dich. Danke, war süß. Nee, ich konnte mich nicht schnell genug wegdrehen. Also. Ja, ich habe viele Songs über Jungs geschrieben und habe das irgendwann gemerkt und dachte mir, schwierig, mache ich einfach ein Album draus. Warum schwierig? Ist doch gut, wenn du da durch die Songs damit copen kannst. Boah, ich kotze. Man kann doch nichts Schlimmeres sagen, als ich verarbeite meine Gefühle mit Musik. Also ich meine, faktisch ist es wahr, aber ja, ich wollte gerade sagen, natürlich, jeder macht das so. Nein, ja, habe ich nicht so das Gefühl. Also ich glaube, bei mir ist das eher so, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann mache ich halt einen Song und dann fühle ich mich danach besser, weil ich einen Song gemacht habe und weil ich was Produktives geschafft habe. Effektiv nicht verarbeitest du also deine Gefühle durch die Musik? Kannst du das? Nee. Entschuldigung, ich habe das studiert. Das ich kann da nichts. Ich möchte das aber nicht so. Ja, dann hör auf. Also es ist halt corny. Hör auf mit Musik? Nein. Schade. Nein. Naja, Aua. Aber am 13.11.2020 kommt doch mein Album. Ich freue mich extrem auf dein Album. Ich habe auch schon mehrmals in deiner Bettdecke Songs über Jungs geschlafen. Weil du hast eine das klingt romantischer als es ist. Ich habe einfach sehr oft bei Lisa übernachtet, zwecks dieses Podcastes. Und du hast eine Bettdecke, ne? Ja. Mit Songs über Jungs, die 90 Euro gekostet hat. Sag das nicht. Und man darf da, ich hab's leider schon gesagt, und man darf in deinem Bett nichts mehr konsumieren, was nicht Wasser ist. Richtig. Um auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise also diese Bettdecke. Also bis Sonntag noch, weil wir brauchen die für ein Musikvideo. Also dann ist egal? Aber dann, nein, nicht egal, aber nicht mehr so streng. Okay, also dann dürfte ich auch Kaffee trinken? Nein. Ui, naja, okay. Du dürftest vielleicht mal drauf spucken. Jedenfalls
Ja, diese Bettdecke existiert und die habe ich mir hauptsächlich als Schutzmechanismus geholt, weil ich mit Tinder-Dates aufhören muss. Warum? Habe ich mir so vorgenommen, einfach. Ich dachte mir so, nö, ich will einfach wirklich sicher gehen, dass ich niemanden mehr, den ich nicht kenne, zu mir einladen kann. Und du glaubst, also hält dich die Bettwäsche davon ab? 100%. Stell dir mal vor, du bist irgendein random Typ, kommst bei einem Mädel ins Zimmer, ja, die dich eh nur eingeladen, ich bin halt eine Zuhause, also ich fühle mich einfach zu Hause sehr wohl. Ja. Wenn ich Leute zu mir einlade, dann heißt das nicht, hey, komm, lass sexy Sachen machen, sondern das heißt halt so, hier ist der einzige Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann dich im Notfall rausschmeißen. Ja. So als irgendwo wegzugehen und so shit. Ja, weird. Aber dann kommst du rein und auf der Bettwäsche steht riesig einfach nur Songs über Jungs. Weiß ich nicht, ob ich da bleiben würde. Weil ich habe ja auch nur das, ich habe ja kein Wohnzimmer, ich habe ja nur mein Zimmer. Ja. Und du siehst ein Studio-Setup. Ich würde sofort rennen. Weil die dann denken, okay, die schreibt einen Song über mich. Ja. Aber vielleicht denken die auch, okay, die schreibt einen Song über mich. Weil ich persönlich fände es fantastisch, wenn mal jemand einen Song über mich schreiben würde. Soll ich einen Song über dich schreiben? Bitte. Das ist alles. Darum bin ich mit dir befreundet. Ich will einfach nur, dass jemand einen Song über mich schreibt. Das war ein Witz. Das war nur ein Witz. Ach so. Ich hätte dich, also Liam und ich, Frechdachs und ich arbeiten ja an der Sex mit Freunden EP. Ja, aber du hast mir erzählt, dass ihr nicht über Frauen schreibt. Liam will nicht über Freunde. Frechdachs will nicht über Frauen schreiben, aber ich würde das wohl durchaus machen. Ich kann ja auch Solo-Tracks auf die EP packen. Ja, ich würde mich da extrem drüber freuen. Tabby Pilgrim. Einfach nur für mein Ego, weißt du. Nein. Wir können auch ein Duett machen. Geiler Check. Das ist es auch schon. Das ist ein Interlude. Ja. Sehr kurzer Song. Ich mache einfach so ein Addendum zu leicht, alle Jungs sind mich verliebt, wo ich dann wirklich einfach mal so meine Freunde über FaceTime anrufe und so, hey, bist du in mich verliebt? Und also, nein. Düt, aufgelegt, reihenweise. Und dann einfach das hinten dran schneiden. Und was ist, wenn jemand Ja sagt? Dann habe ich die falsche Nummer gewählt. Oh, das ist traurig. Oder es war Conny. Und der meint nichts ernst. Conny und ich kann das jetzt schon ankündigen. Ja. Conny und ich werden in 2 Jahren, wenn wir beide auf Peak Fame sind, führen wir eine Skandalehe. Das haben wir schon abgesprochen und unser erstes Kind heißt Mango. Warum? Warum Mango? Weil das so ein schöner non-binary Name ist. Du findest das einen schönen Namen? Mango? Klar. Aber darf man sein Kind Mango nennen? Darf man es nicht? Naja, Deutschland hat da ja so ein paar. Ja, aber das ist ja so rosa Schlüpfer und so Shit, was man nicht machen darf. Ja. Also ich meine, du darfst dein Kind zum Beispiel nicht Atomfried nennen. Das weiß ich, ich habe da nämlich sehr viel recherchiert drüber. Du darfst dein Kind theoretisch Blaubeere Gottlike nennen und den Namen habe ich mir gesaved, weil ich. Wie geil ist das bitte, Alter? Blaubeere Gottlike? Mit welcher Begründung darf man das? Weiß ich nicht. Die bei jedem Namen, der irgendwie nicht bekannt ist, gehen die wohl so ein Komitee durch. Ich denke mir das gerade aus. Ich habe keine Ahnung, wie die das begründen. Aber Atomfried geht nicht. Blaubeere Gottlike geht. Wie hast du das rausgefunden? Es gibt Listen im Internet. Gibt es jemanden, der Blaubeere Gottlike heißt? Nee, es gibt aber auf jeden Fall Leute, die Blaubeere heißen und es gibt Leute, die Gottlike heißen. Aber als Doppelname würde Blaubeere Gottlike also funktionieren. Und ich möchte keine Kinder, aber ich möchte ein Kind, das Blaubeere Gottlike heißt. Und einen Sohn, der Gilbert heißt, weil Gilbert Hilbert einfach fantastisch klingt. Gilbert Hilbert. Und Blaubeere, das sind meine Kinder. Gilbert Hilbert. Und du nennst dein Kind Gilbert Hilbert als Doppelname? Gilbert Hilbert Klingler und Blaubeere Gottlike. Fantastisch, ja, genau, du musst das einfach machen. Gut. Nein, ich will keine Kinder. Man könnte auch deine beiden Haarhälften so nennen. Das ist Gilbert Hilbert und das ist Blaubeere Gottlike. Fantastisch. Weil es blau ist. Ja, genau. Boah. Ich dachte jetzt einfach nur so aus Scheiß. Es ist voll die gute Idee mit dem Blau. Mein Gott. Ich registriere das gar nicht mehr, dass sie blau sind. Also ich sehe das wohl, aber das ist nichts Krasses mehr für mich. Also mir ist gestern oder vorgestern erst wieder aufgefallen, dass ich mir dachte so, ach ja, stimmt. Du hast ja eine ungewöhnliche Haarfarbe. Ja. Aber ich denke da gar nicht mehr drüber nach. So sehe ich halt aber aus. Aber musst du die nicht alle 2 Wochen nachfärben? Ja, aber das ist halt jetzt meine Routine.
Oh, danke. Nee, das war echt unangenehm. Hier stehen noch 0,7 Liter Eierlikör, falls du da noch Interesse dran hast. Nee, du doch, oder? Ich möchte das nicht. Ich habe es probiert, ich möchte es nicht austrinken. Du findest den lecker. Ich will den auch nicht austrinken. Na, aber ein bisschen noch. Ja, aber ja, du auch noch ein bisschen. Nein, okay. Ja, okay, na gut, dann schenken wir noch mal ein. Ja. Hast du denn eine Story, die du dabei erzählen kannst? Guck mal, ich habe mir sogar gemerkt, wem welches Glas gehört hat. Großartig. Hirnkapazität. Ich habe dir von meinen vielen Synapsen erzählt. Ja, ich merke, ich spüre die Synapsen feuern. Ich höre es. Piu, piu. Piu, piu. Ich höre es durch die Kopfhörer durch, wie die Synapsen feuern. Ich weiß nicht, ob ich eine Geschichte habe. Außer dem Dreh nicht besonders viel passiert bei mir. Ich überlege gerade, ob bei mir irgendwas passiert ist. Aber dadurch, dass ich jetzt den Satz gesagt habe, dass ich darüber nachdenke, konnte ich faktisch nicht drüber nachdenken, deswegen habe ich keine Antwort. Also eigentlich müssten wir jetzt eine extrem unangenehme Stille machen, damit wir beide ein bisschen drüber nachdenken können. Das geht nicht. Nee. Nee, das klappt nicht. Ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, dass wir zwei keine Probleme, viele Probleme. Haben wir Probleme miteinander? Wir beide? Hm. Bis auf die Tatsache, dass mit dem Anfassen... Ich habe tatsächlich... Jetzt ist mir ein Gedanke gekommen. Oh, okay. Ich habe tatsächlich ein Problem mit dir. Du hast mir ein großes Problem, das ich mit mir habe, aufgezeigt. Oh nein, was denn? Ja, habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber du hast mir auf jeden Fall... ich habe über irgendwas reflektiert, was du an mir angesprochen hast. Mhm. Wo ist das hin? Mein ich Kopf nicht. Leer. Ich weiß nicht. Okay, pass auf, während du darüber nachdenkst, vielleicht kann mir jemand in den iTunes-Kommentaren erklären, warum das mit dem, wo das mit dem Anfassen herkommt. Mit dem... dass mit du dem, das unangenehm findest. Ja. Erklär doch mal, was da genau. Sache ist. Wenn Lisa zum Beispiel mir so die Hand oder auch irgendjemand anderes so die Hand so sanft auf den Arm legt, ist das extrem unangenehm für mich und ich bekomme den Drang, da entweder so reinzukneifen oder so draufzuschlagen, um dieses Gefühl von jemand fasst dich leicht an, wegzubekommen. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Und ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Es ist nicht so, wenn mich jemand so normal anfasst, sondern nur bei diesen leichten Sachen. So sanfter Shit. Ja. Ja, vielleicht. Mir ist wieder eingefallen, was ich meinte. Guck mal, perfekt. Aber helft mir bitte in iTunes. Kommentar. Oder schreibt einfach so einen iTunes-Kommentar. Warum nicht? Das wäre so sexy. Calling right out to all the Hobby-Psychologen. Mhm. Ja. Du hast mich dazu gebracht zu reflektieren, wie ich andere Menschen sehe und wie ich mich sehe, weil du sehr oft gesagt hast, dass wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Ja. Und ich habe das immer wieder angezweifelt und mir ist aber aufgefallen, dass ich einfach das Gefühl habe, dass alle Menschen sind wie ich. Ich schwöre dir zu Gott, jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne, denke ich mir so, ja, ist ja wie ich. Und da habe ich viel drüber nachgedacht die letzten zwei Wochen. Mhm. Und habe das auch viel so beobachtet, dass das wirklich faktisch bei mir passiert. So, ich suche aktiv nur nach Gemeinsamkeiten. Mhm. So, ich habe, mir fällt kaum, ich könnte kaum Unterschiede zwischen mir und anderen Leuten nennen, aber 1000 Gemeinsamkeiten für jeden. Okay. Das fand ich interessant, dass das wohl auch, dass das so ein Charakterding sein kann, wie man andere Leute irgendwie wahrnimmt. Weil so, ich habe ständig das Gefühl, wir sind uns sehr ähnlich und alles, was du jemals sagst, ist, wir sind mega unterschiedlich. Wir sind uns auch in bestimmten Hinsichten sehr ähnlich, aber halt nicht in allen. Beides Cloud-Chaserin. Und genau, zum Beispiel beides extreme Cloud-Chaserin. Aber ich glaube nicht, dass das eine schlimme Sache ist. Vielleicht ist das in deinem Kopf so eingespeichert, dass alles, was irgendwie unterschiedlich ist, automatisch was Schlimmes ist. Und deshalb kann man nur, oder muss man immer nach Gemeinsamkeiten suchen mit anderen Leuten. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man zu gleich ist, funktioniert es auch nicht unbedingt. Mhm. Einfach weil... Klar, weil du brauchst ja verschiedene Skillsets, um durchs Leben zu kommen. Und wenn man sich ergänzen kann... Ist natürlich gut. Ja, und ich glaube auch, dass man so ein bisschen Konflikt braucht, einfach nur, um auch sich selber zu reflektieren. Also wenn wir jetzt in allen Sachen irgendwie genau die gleiche Meinung hätten, gäbe es ja überhaupt keine Diskussionskultur. Wir beiden würden überhaupt nicht weiterkommen in irgendwelchen Gedanken, Ansätzen, was weiß ich. Ich glaube, man darf natürlich nicht nur nach Gegensätzen suchen. Ja. Aber, oder weißt du, wo das bei dir herkommt?
Ich glaube, ich bin einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ein sehr anschlusssuchender Mensch. Und ich würde immer lieber sehen, dass ich was mit jemandem gemeinsam habe, als dass mich irgendwas von irgendwem trennt. Okay, verstehe ich aber. Aber das ist auch ein schöner Gedanke. Danke. So funktioniert mein Hirn. Das ist auch ein schöner, schöner Schlussgedanke. Wobei ich aber noch eine Schlussfrage habe, okay, die wir uns am Anfang aufgeschrieben. Wir haben versucht, am Anfang für diesen Podcast Notizen zu machen. Ja. Und wir haben genau einen Punkt geschafft. Ja. Und rate mal, worüber wir nicht geredet haben in dieser Stunde. Ich rate über den Punkt. Das ist richtig, den Punkt. Was ist dein Lieblingseis, Tabby Pilgrim? Mein Lieblingseis ist Kartoffelchips. Nee, mein Lieblingseis ist hier Minze. Also After Eight. Ja. Ich weiß, es stößt auf Abneigung bei vielen, aber es ist leider so. Es tut mir leid. Was ist dein Lieblingseis? Alles, was zu süß ist. Also so alles, was irgendwie Cookies oder... Schlumpf? Nee. Wegen deinen Haaren. Ich würde es wahrscheinlich jetzt für Instagram kaufen. Mhm. Ein Schlumpfeis. Ja, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Eis essen gehe, hole ich auf jeden Fall ein Schlumpfeis für das Insta-Pick. Das ist eine gute Idee. Nice. Okay, also wir gehen Eis essen, machen Bilder mit den... Eissorten. Diese Bilder könnt ihr dann auf @bodenislaber auf Instagram finden. Das Ding ist, du fährst morgen voll früh. Wir müssen morgen um 10 Eis essen gehen. Ja, aber ich bin auch nächste Woche wieder da. Aha, entspannt. Ja, wir machen das irgendwann. Genau, findet uns bitte auf allen Social Media Plattformen. Findet uns. @bodenislaber. @bodenislaber. @shabbypilgrim. @ichbinslisa. Wir sind out. Ja, ja. Macht's gut. Arrivederci. Mein Gott, ich habe das falsche, auch das falsche Glas. Es ist der schlimmste Podcast der Welt. Der Boden ist Lava. Mit Lisa und Tabi Pilgrim. Nicht die schlauste Idee, das zu mischen, aber...